Ihr Lieben, ich grüße euch alle ganz herzlich hier aus der St. Martini-Kirche in Bremen, die Gemeinde von Pastor Olaf Latzel und damit natürlich auch dich, Olli. Schön, dass wir hier das Interview halten können. Paul, ist ja auch deine Gemeinde, aber es ist vor allem die Gemeinde unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Schön, dass wir gemeinsam Dienst tun dürfen. Danke für die Einladung. Danke, dass du da mich dazu gebeten hast. So ist es. Das Thema der Josia-Jugendkonferenz dieses Jahr ist die Frage nach dem Linsen- und Wildgericht bei Jakob und Esau. Wir sehen bei der ganzen Geschichte, der Geschichte mit Jakob, wie er sich irgendwie durchs Leben schummelt. Er selber, der Betrüger, geht erst hin, betrügt seinen Bruder, anschließend geht er hin, betrügt seinen Vater auch noch, seinen Onkel. Es gibt viele Schwierigkeiten dort in der Familie. Aber ein Thema, das in diesem ganzen Durcheinander immer und immer wieder auftaucht, ist die Frage nach dem Segen Gottes. Was hat der Segen Gottes mit dem Ganzen zu tun? Und Jakob hat sich erst den Segen erschlichen von Gott. Und anschließend gibt es dann eine ganz, ganz gewaltige Begegnung am Jabbok, an diesem Fluss, wo Jakob nochmal um den Segen Gottes ringt. Die erste Frage, Olli, die ich dir mitgebracht habe: Bei dem Jakob sehen wir, dass es ihn anfangs scheinbar einfach nur bei Gott um, ja, als ein Mittel zum Zweck ging. Er wollte den Segen haben, er wollte Ansehen, Reichtum erlangen. Wie kann ich jetzt persönlich für mich herausfinden, ob Gott für mich einfach nur Mittel zum Zweck ist oder ob ich eine korrekte Beziehung zu Gott selbst habe? Nun, also das eine ist natürlich, dass ich erstmal feststellen muss, bin ich wiedergeboren, bin ich nicht wiedergeboren? Das ist also eine ganz klare, entscheidende Frage, die entscheidende Frage des Lebens, und das kann ich daran festmachen, dass ich schauen kann, habe ich beispielsweise Freudigkeit, habe ich Demut, vor allen Dingen aber auch eins, dass ich wirklich tief in meinem Herzen weiß, ja, Jesus ist wirklich auferstanden, er lebt und er schenkt mir auch im Glauben an ihn durch die Vergebung, die er auf Golgatha wirkt hat, ewiges Leben halt. Also das ist das eine zu sagen, dass ich wirklich einen Glauben habe. Aber es gibt Leute, die sind wirklich noch Anfänger im Glauben und die sind zwar wiedergeboren, aber machen genau das, dass sie Gott so ein Stück weit reduzieren auf so ein Nothilfenagel beziehungsweise so einen Erfüllungsgaranten für ein glückliches Leben. Und dann ist die Frage tatsächlich, die ich mir stellen muss, will ich Gott um der Dinge, die er mir gibt, oder möchte ich ihn um seiner selbst willen? Das oberste Gebot des Christen lautet, du sollst Gott lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Und das ist dann die Frage, liebe ich Gott wirklich um seiner selbst willen? Suche ich die Gemeinschaft mit ihm oder suche ich die Begegnung, die Gemeinschaft mit ihm, weil ich mir vom Schöpfer dieser Welt die Gnadengaben dieser Schöpfung erwarte? Eine nette Frau, berufliches Fortkommen, Gesundheit, all diese Dinge. Und da muss man genau gucken, will ich Schöpfungsgaben oder will ich den Schöpfer? Und das ist ja das Interessante auch bei dieser ganzen Jakobsgeschichte. Zu Anfang geht es ihm tatsächlich darum, zu sagen, die Gnadengaben der Schöpfung zu bekommen. Er will quasi das Erstgeburtsrecht und bekommt es auch von seinem Bruder, weil damit natürlich Reichtum, Ansehen, Wohlstand verbunden ist. Im zweiten den Erstgeburtssegen, der das letztlich dann auch nochmal rechtlich dann fundamentieren würde halt. Und da geht es tatsächlich um die Schöpfungsgaben. Und in seinem weiteren Gehen, wo er dann auch mit seinem Schwiegervater Laban den einen oder anderen Clinch führt, wobei Laban ja ein ähnlicher Betrüger ist wie er, kommt er tatsächlich am Ende dazu, dass er an Schöpfungsgaben alles quasi hat, was er braucht. Er hat so viele Frauen, er hat so viele Knechte, er hat so viele Schafe, sein reicher und vermögender Mann. Und als er dann quasi umkehrt, er kommt ja quasi aus dem gelobten Land raus zu seinem Schwiegervater und geht dann wieder zurück. Und dann übertritt er ja den Jakob, den Jabbok. Und da erkennt er eins in diesem Ringen mit Gott: Das Entscheidende ist der Segen Gottes, ist die Gemeinschaft mit Gott, nicht die Segnungen der Schöpfung, sondern der Segen des Schöpfers. Und das ist das, was wir uns immer wieder fragen müssen in unserer Nachfolge. Ja, wir dürfen natürlich bitten Gott um Gesundheit, um eine gute Ehefrau, einen guten Ehemann. Wir dürfen auch beten um gute Noten, ist überhaupt gar keine Frage. Aber wenn das Primäre in unserer Nachfolge ist, dann ist da etwas in Ordnung. Das Primäre muss nicht die Frage nach den Schöpfungsgaben sein, sondern das Primäre muss die Frage nach dem Schöpfer sein und meine Liebe und meine Verehrung für ihn.